Moin Leute, Andi hier von shutterrocker.com. Heute geht es ums Thema geile Fotos in der Nacht machen, und zwar mit Langzeitbelichtung. Leute, wir sind in Bremerhaven am Hafenbecken und wollen Langzeitbelichtung machen. Geile Fotos in der Nacht mit Langzeitbelichtung. Ihr seht hier hinter mir, gibt es Schiffe, gibt es Industrie, gibt es verschiedene Farben, Beleuchtungen. Sieht schon richtig geil aus. Wir haben tolle Reflexionen im Wasser und genau das wollen wir heute fotografieren. Und genau deswegen sind Marc und ich auch am Sonntagabend hier rausgefahren in die zugegeben schon langsam frostigen Temperaturen, um das Video für euch aufzunehmen. Und wir sind sicher, wenn dann ein paar coole Fotos rauskommen, dann hat sich das auch gelohnt. Zu unserem Setup hier. Wir fotografieren mit Stativ. Das macht absolut Sinn, wenn wir Langzeitbelichtung machen wollen, da irgendwann ihr eure Kamera nicht mehr aus der Hand halten könnt, ohne zu verwackeln. Und wenn wir hier über Langzeitbelichtung reden, dann reden wir über 10, 20, 30, 40 Sekunden, vielleicht auch mehrere Minuten. Und ist also völlig ausgeschlossen, dass das noch irgendjemand wackelfrei in der Hand halten kann. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr euch ein gutes Stativ besorgt. Das hat eigentlich zwei Gründe. Also der eine Grund ist der, ein gutes Stativ, was ein bisschen stabil ist von den Beinen her, wackelt nicht so leicht. Das heißt also, sobald ein bisschen Wind kommt, hättet ihr sonst Verwacklungen im Bild mit drin, wenn ihr eben kein stabiles Stativ habt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, wenn ihr viele 100 Euro oder vielleicht auch noch viel mehr für eure Kamera ausgegeben habt, dann würdet ihr die ja wohl auch nicht gerne auf etwas stellen, was 30 Euro kostet und dann vielleicht schnell umfällt und das ganze Ding liegt mit eurem Equipment, mit eurem Objektiv und so auf dem Boden und ihr habt nur noch Scherben. Deswegen nicht an der falschen Stelle sparen. Stativ ist eine gute Sache. Und wenn es jetzt tatsächlich noch zu windig sein soll, dann kann man auch den Rucksack ans Stativ dranhängen. Die meisten Stative haben hier an dieser Mittelachse so einen Haken und da könnt ihr euren Rucksack dranhängen. Man zieht das Gewicht noch ein bisschen nach unten und die ganze Angelegenheit ist noch mal ein bisschen stabiler. Wir gehen mal rüber zur Kamera. Wir fotografieren natürlich alles manuell, denn wir müssen hier tatsächlich alle Einstellungen auch konfigurieren können. Wir wollen uns also nicht darauf verlassen, dass die Kamera hier irgendwas macht, weil sie denkt, das ist richtig so, sondern wir übernehmen das Denken selbst, nehmen die manuellen Einstellungen und die sind jetzt für das Foto, was wir heute Abend hier machen, Blende 22, ganz geschlossen, ISO 100. Und eine Belichtungszeit haben wir jetzt ausprobiert von 45 Sekunden bis zu einer Minute sogar, je nachdem, was man für einen Effekt erzielen will. Das sieht schon mal ganz gut aus. Warum Blende 22, mögt ihr euch fragen? Das hat einen gestalterischen Aspekt, denn wenn ihr die Blende ganz schließt, dann bekommen alle Lichter, die im Bild sind, wie beispielsweise da hinten die Lichter an den Schiffen, solche sternförmigen Ausprägungen. Das sieht ganz toll aus. Das sind wie so kleine Sterne überall, ob das jetzt Laternen sind oder was auch immer. Sieht richtig gut aus. Das wollen wir auf jeden Fall machen, deswegen Blende ganz zu. Hat natürlich dann den Effekt, dass die Belichtungszeit noch länger sein muss, weil eure Blende, also das Loch vorne in eurem Objektiv, ist dann ganz geschlossen. Es kommt ganz wenig Licht durch und deswegen braucht ihr noch mehr Zeit, um das Bild angemessen zu belichten. Okay, aber das ist ja kein Problem. Wir haben ja ein Stativ. Wir können uns ja so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Und ja, jetzt ist die Frage, wie löst man das Ganze aus? Denn da ist ja auch schon wieder so ein bisschen der Hund begraben. Wenn ihr euch vorstellt, ihr müsst jetzt die Kamera auslösen mit der Hand, würdet ihr ja am Gehäuse auch wieder anfassen müssen und drücken. Und auch das würde schon wieder eine mögliche Vibration erzeugen, die ihr nachher in eurem Bild seht. Um das zu vermeiden, kann man auf zwei verschiedene Arten vorgehen. Entweder ihr stellt den Selbstauslöser ein. Das heißt also, stellt den auf 2, 3, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Klickt drauf und dann könnt ihr ja von dem Stativ weggehen und lasst die Kamera das Foto machen. Oder ihr besorgt euch einen Fernauslöser. Ich habe hier so einen Fernauslöser. Das sind so Dinger, die kosten so 20, 25 Euro, irgendwas um den Dreh. Funktionieren dann hier per Funk. Da kann man das Ganze einstellen, ist sehr komfortabel und ja, kostet wie gesagt auch nicht die Welt. Lohnt sich also auch.
Dann fotografieren wir natürlich in RAW, denn wir wollen im Nachhinein gerne noch ein bisschen an dem Bild arbeiten können. Und gerade wenn wir hier so Fotos haben, die sehr, sehr dunkel sind, ne, das ist dann nun mal in der Nacht leider so, dann wollen wir vielleicht aus den Tiefen ein bisschen was rausarbeiten in Lightroom. Und das geht natürlich nur, wenn wir den gesamten Dynamikumfang von so einem RAW-Bild haben. Wenn ihr also jetzt JPEG-Fotos schießen würdet, könnte es gut sein, dass ihr nachher ein bisschen Probleme bekommt in der Nachbearbeitung, wenn ihr vielleicht noch etwas aufhellen wollt oder beispielsweise Lichter, die sehr hell geworden sind, noch etwas runterziehen wollt. Also auf jeden Fall in RAW die Fotos machen. Letzter Tipp, der sich auch auf Vibration bezieht, ist die sogenannte Spiegelvorauslösung. Die könnt ihr in eurer Kamera einstellen und die macht im Prinzip nichts anderes als den Spiegel, diesen ersten Schlag, den ihr auch immer hört, vorzuziehen, bevor die Belichtung anfängt. Sodass auch hier dieser mechanische Vorgang, der auch Vibration erzeugt, sich nicht auf die Belichtung auswirkt. Gibt es einen Menüpunkt, Spiegelvorauslösung, kann man dann einfach einschalten. Okay, wir schauen uns jetzt mal die Komposition an, die wir uns hier ausgedacht haben. Wir haben also hier im Hintergrund zwei Schiffe stehen. Beide werfen eine tolle Reflexion übers Wasser. Und wir wollen auch hier wieder nach unserer Drittelregel vorgehen. Wir wollen den Horizont nicht in der Mitte des Bildes haben, sondern wir wollen den Horizont etwas hochschieben. Aus dem Grund, dass wir dann die beiden Schiffe an den oberen rechten und linken Kreuzungspunkten etwa haben und die gesamte Reflexion unten im Wasser. Denn das Spannende bei diesem Foto ist ja die Reflexion und die Schiffe. Der Himmel ist vergleichsweise uninteressant. Wir haben weder Sterne noch sonst irgendwas Schönes da im Hintergrund. Höchstens eine Ausleuchtung von dem Industriegebiet im Hintergrund. Aber hier geht es hauptsächlich darum, dass wir Schiffe und Reflexion drauf haben. Okay, ich schaue mir das mal an, wie das hier durch die Kamera aussieht. Ja, gehe noch ein bisschen zurück, ein bisschen runter, um noch etwas mehr Reflexion zu haben. So, und jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht weiß, ist das jetzt scharf, was ich da anfokussiere. Habe ich die Schärfe jetzt richtig eingestellt? Ist der Fokus wirklich auf den Punkt? Und hier kann man sich eines Tricks bedienen. Man kann jetzt einfach hier in die Voransicht hineingehen und so weit hineinzoomen, dass man irgendein Licht im Hintergrund erkennen kann. Ich habe jetzt hier ein Licht von dem linken Schiff und kann jetzt, wenn ich hier am Fokusring drehe, genau sehen, ob das scharf ist oder nicht. So, ich drehe das mal. Genau, so, jetzt sind alle Lichter scharf. Gerade an den Lichtern kann man das immer sehr gut erkennen. Autofokus muss natürlich aus sein, der macht nur Unsinn im Dunkeln. Okay, und jetzt kann ich über meinen Funkauslöser die Belichtung starten für, sagen wir mal, jetzt 50 Sekunden. Ja, habt ihr gehört? Da waren jetzt zwei Klacks. Der erste Klack, das war der von der Spiegelvorauslösung und der zweite Klack war das Öffnen des Verschlusses. Jetzt läuft die Belichtung. So, wir sind jetzt bei 48 Sekunden, 49, 50. Ich schalte das mal ab. Schauen wir uns das Foto jetzt mal an. Ja, super. Also man kann hier richtig schön sehen, wie die Reflexionen im Wasser von den beiden Schiffen kommen. Und das Tolle ist, wir haben hier im Hafenbecken so leicht kräuseliges Wasser, also hier ist ein bisschen Wind und deswegen auch ein bisschen Wellengang, leicht. Aber dieser Wellengang ist durch die 45 Sekunden Belichtung komplett glatt geworden. Ja, das müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt ganz viele Bewegungen und dadurch, dass diese Bewegungen 45 Sekunden lang aufgenommen werden, verschwimmen die zu einer einzigen Bewegung und werden zu einer ganz glatten Fläche. Und genau diesen Effekt kann man jetzt hier auch im Foto sehen. Ich muss nochmal angucken. Ah, super. Ja, das sieht aus, als wäre das ein spiegelglattes Hafenbecken. Richtig cool. Was man hier auch sehen kann, ist die Lichter der Industrie, die sich im Himmel widerspiegeln. Also diese ganzen gelben Lichter aus dem Hintergrund zeigt die Langzeitbelichtung natürlich viel, viel deutlicher. Da muss man nachher mal ein bisschen schauen in der Nachbearbeitung, was man mit dem Weißabgleich macht, ob man dann ein bisschen das Ganze ein bisschen kühler macht, ins Blaue einfärbt oder nicht. Aber das sieht auch schon so aus der Kamera raus richtig cool aus. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen zum Thema Langzeitbelichtung in der Nacht. Wir werden jetzt hier noch ein paar Fotos machen und noch ein bisschen frieren, aber das ist es bestimmt wert. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne ein Like, abonniert den Kanal und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Ciao!